Und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einer weiteren Ausgabe von Einsam des Tycoon. Ja, ich mache heute mal ein bisschen mehr, also nicht heute, letzte Tage ein bisschen mehr davor. Wir sind auch gerade so schön in Gange damit. Und ja, wollen wir doch mal schauen. Leider kann ich diesmal den Berg nicht benutzen. Ist leider schon vergeben. Das heißt also für mich, ich muss hier einfach den beanspruchen. Ist im Moment das Einzige, was er gibt. Das Spiel wird gut gespielt. So, weit habe ich das denn jetzt schon? Ach ja, wir wollten ja im letzten Video habe ich ja mir den Game Pass, also Spielpass gekauft. Da habe ich jetzt ja endlich hoffentlich meine Waffen drinne. Das werden wir jetzt ja nachher sehen, aber die sind hier noch nicht frei. Wir schauen uns das mal an, ob das hier alles zustande gekommen ist. Ja, Munition, Militärfahrzeuge habe ich alles frei. Ja, ich wollte ja auch noch... Ach, der Kassierer kommt erst. Ja, der Miranda. Und die Leute kommen ja dann wohl auch. So, da brauchen wir natürlich jetzt irgendwie... Kassiererin, aha, jetzt haben wir, habe ich wieder Deutsch, letztes Mal hatte ich das ja, also wir haben zwei Lieferanten, der eine fährt vermutlich noch gar nicht, oder? Ordner LKW zu. Der LKW, den du gerade einen Arbeiter zugewiesen hast, hat keinen Platz zum Parken. Baue eine Entladungsdock mit der erforderlichen Anzahl von Asphaltplatten. Ladedock. Wo soll ich das denn jetzt reinmachen? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mal an den Lagerraum eingepflanzt habe. Gehen wir nochmal auf Bauen. Da ist meine Lagerung. Na super. Hervorragend. Da brauche ich jetzt hier. Wie mache ich denn das jetzt? Hier ist immerhin mein Lagerraum noch. Hier ist noch genug Platz für weitere Lagergegenstände. So. Habe ich das einfach mal gemacht. Den brauche ich jetzt irgendwie. Irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Wow. Eine Tür. Parke dein LKW hier, damit du... Da die Ware, okay, so. Und dann brauche ich jetzt vermutlich kein Teppich. Teppich. Heißen die jetzt nur Teppich? Asphalt, okay. Hau ich hier Asphalt rein. So, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Zack.
Nehmen wir dieses Fahrzeug. Warte auf Aufgabe. So, dann nimmt er den hier. Da passt natürlich ordentlich eine ganze Menge rein. Oh, mein Geld geht zu Ende. Komme ich gar nicht hier durch oder was? Können wir, glaube ich, ruhig unser... Lagerstatt noch ruhig noch ein kleines bisschen erweitern. Und noch mal ein bisschen, ja, ihr wisst schon, voranzukommen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ladenverwaltung, das will ich jetzt so nicht. Hier kann ich ja Spielpässe. Das eine habe ich jetzt schon. Da gibt es Color. Da gibt es das jetzt hier noch. Militär habe ich jetzt schon. Darauf muss man auch erstmal kommen, dass man Militär machen kann. Da müssen wir eigentlich gleich noch Munition holen. Was ist das denn jetzt hier noch? Achso, das sind Items kaufen. Also hier kann man tatsächlich noch ein kleines bisschen. Möchtest du benutzerdefinierte Böden kaufen? Hier kann man auch noch Boden kaufen, um das alles noch schöner aussehen zu lassen. Wer weiß, vielleicht mache ich es noch. Das ist ja im Moment das meiste Roblox-Spiel, was ich im Moment spiele. Eigentlich, nee, eigentlich müsste ich gucken, ob der kommt. Ob der Transporter hier auch angeeiert kommt. Ich weiß es ja selber nicht so ganz. Wollen wir mal schauen, was macht er auf dem Weg zum Laden. Okay, der ist also auf dem Weg zu mir. Ich hoffe, er parkt jetzt hier auch. Das wäre natürlich sehr schön, weil der hat ordentlich Hubraum. Ordentlich eine Lagerfläche. Und ich hoffe, der kommt dann auch da gleich echt zustande. Wäre natürlich schön in einer Art auf dem Weg zu laden. Stufe 100. Also ist sie denn schneller oder so? Beim Entladen. Der ist beim Entladen. Ein Lieferant braucht Entladeplatz. Was ist denn ein Entladeplatz? Wo willst du denn entladen? Oh, nee, 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 nee. Jetzt habe ich beinahe was geklickt, was ich nicht wollte. Ach, das muss man weg hier. Gilt das hier nicht als Entladeplatz? Muss ich wirklich den Parkplatz löschen oder was? Oder brauche ich eine Straße komplett da rein? Okay. Ja, das ist echt Kacke jetzt hier. Wir bauen mal. Löschen einfach erstmal einen Parkplatz. Oh, ich glaube das nicht, oder? Ich muss warten, bis das Auto erst weg ist. So schwierig alles. Gut, machen wir anders. Machen wir noch anders. Wie ist denn das jetzt hier? Wir schließen den Laden. Geschlossen. Alle weg. Hallo? Geht ihr alle nach Hause jetzt? Die dürfen wohl noch mal einkaufen gehen.
Alles, was man braucht. Da ich einen Parkplatz lösche, brauche ich natürlich wieder neue Parkplätze. Gehen wir mal auf Bauen. Geht nicht, ne? Nee. Und hier sind die Parkplätze irgendwie schon alle voll. Oh Mann. Hier ist auch schon einer, ne? Yes. Da hinten bringt mir das im Moment nicht. Boah, es wird schwierig hier mit den Parkplätzen noch einig zu werden. Ja, der Land gehört nicht mir. Das wäre noch überall Parkplatzmöglichkeiten. Sind die alle weg oder was? Leute, wir haben geschlossen. Gut. So hat der Trecker jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie zu entladen. Der Panzer. Nirgendwo kann man parken. Du kannst doch hier parken. Ihr wollt mich jetzt echt fertig machen, ne? Hm. Ja, dann wird wieder geöffnet. Ach nee, du. Es ist alles nicht so einfach, glaube ich, hier. So. Gut, dann wollen wir doch mal bauen gehen. Ach, scheiße. Hier hätte ich noch ein Parkplatzmöglichkeiten, was ich mir extra vorbereitet habe. Zack. Zack. Ein Parkplatz weniger, wieder zwei aufgebaut und jetzt brauche ich noch Asphalt. Mal gucken, ob das hier irgendwie möglich ist, das hier zu deichseln. Baum muss weg. Kann immer noch nicht parken. Nee. Leute, ich habe keine Möglichkeit, hier noch was in Gange zu kriegen. Okay, das müssen wir uns wohl im nächsten Video anschauen. Ich habe jetzt überhaupt im Moment keinen Plan dazu. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ich diesen großen Wagen im Moment nicht benutzen kann. Aber okay, das kriegen wir bestimmt auch noch hin, denn ich weiß gar nicht, ob dieses Ausfahrteil überhaupt das Richtige war. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, immer dann denken wir, denn ich fix, sondern die Foxys und Game Over.